Seitdem die Ampel regiert, soll die Steuerklasse 3 abgeschafft werden. Von der Abschaffung sind alle betroffen, die aktuell die Steuerklassenkombination 3 und 5 nutzen. Das bereits im Koalitionsvertrag aus 2021 vereinbarte, soll jetzt in einem Gesetzesentwurf beim Bundesfinanzministerium stehen. Warum das Ganze und was das mit der Kindergrundsicherung zu tun hat, besprechen wir jetzt. Vorab ein Hinweis für die PV-Betreiber, die mit der Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen 2021 und dem Verlustverrechnungsverbot 2022 zu kämpfen haben. Wir wollen in der nächsten Woche über spannende Neuigkeiten berichten. Es gibt wieder Positives, aber auch negative Nachrichten, denn die Finanzbehörden erweitern den Kreis der Rückforderung jetzt auch auf das Jahr 2020 und unterstellen in anderen Fällen den PV-Betreibern hellseherische Fähigkeiten, um die verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung zu rechtfertigen. Eines noch in eigener Sache. Wenn Sie Finanzbuchhalter, Lohnbuchhalter oder Steuerfachangestellter sind und genauso wie wir es lieben, in einem tollen Team Steuern zu gestalten und zu deklarieren, dann würden wir uns freuen, wenn Sie zu uns kommen. Wenn Sie Interesse haben, dann hinterlassen Sie bitte Ihre Daten unter mücke.de/team. Mein Name ist Stefan Mücke und wenn Sie Steuern zahlen, dann sollten Sie jetzt unseren Kanal auf YouTube und den Newsletter für unseren Steuerfokus abonnieren. Der Link lautet mücke.de/newsletter. Verheiratete haben heute die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Steuerklassenkombinationen. Entweder entscheiden Sie sich dafür, dass jeder Ehegatte die Steuerklasse 4 nutzt, oder Sie entscheiden sich bewusst für die Steuerklassenkombination 3 und 5. Bei der Steuerklasse 4 wird beim Lohnsteuerabzug bei jedem Ehegatten die Lohnsteuer nach dem Grundtarif berechnet, also wie bei einem ledigen. Die Steuerklasse 4 entspricht der Steuerklasse 1 und ist nach dem Gesetz die Regelsteuerklasse bei Ehegatten. Bei der Steuerklasse 3 wird der Lohnsteuerabzug nach dem Splitting-Tarif berechnet, so als ob der Ehegatte mit der Steuerklasse 3 Alleinverdiener in der Ehe wäre. Wenn der andere Ehegatte arbeitet, dann muss die Lohnsteuer natürlich höher sein, denn der Grundfreibetrag ist schon bei dem Ehegatten mit der Steuerklasse 3 berücksichtigt. Die Steuerklasse, die den höheren Lohnsteuerabzug ergibt, ist die Steuerklasse 5. Die Steuerklassenkombination 3 und 5 gibt es nur auf Antrag beider Ehegatten. Die Ampelregierung meint, mit der Abschaffung der Steuerklasse 3 die partnerschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen zu stärken. So steht es im Koalitionsvertrag. Ich halte das für einen Humbug. Unser heutiges Gesetz schreibt nichts vor, sondern überlässt es den Steuerpflichtigen, eine freie Wahl zwischen der Steuerklassenkombination 4-4 und der Steuerklassenkombination 3-5 und es gibt auch jetzt schon, heute schon, das sogenannte Faktorverfahren. Also, wir haben eine freie Wahlmöglichkeit. Die Ehegatten können sich aus einem vorhandenen Blumenstrauß bedienen. Alles, was jetzt im Gesetzesentwurf des Bundesfinanzministeriums und der Ampelregierung steht, ist eine Einschränkung der Steuerpflichtigen gegenüber der heutigen Situation. Heute können die Ehegatten diese Steuerklassenwahlmöglichkeiten sogar nutzen, um Ersatzleistungen wie Arbeitslosengeld oder Elterngeld zu optimieren, da diese Leistungen vom Nettoverdienst abhängig sind. Wenn es darum geht, diese Gestaltungsmöglichkeiten einzudämmen oder gar abzuschaffen, dann ist das okay. Dann soll die Ampelregierung sich aber auch dazu bekennen und ihr Vorhaben nicht mit irgendwelchen Gleichberechtigungs- oder Gleichstellungsthesen begründen, zumal die unterjährige Steuerklasse auf die Jahressteuerfestsetzung gar keine Auswirkung hat, weil am Ende des Kalenderjahres nach dem Splitting-Tarif die Einkommensteuer gegenüber beiden Ehegatten gemeinsam festgesetzt wird. Aber über den Zweck der Neuregelung sind sich sogar wieder die Regierungsparteien unein. Unsere grüne Bundesfamilienministerin, Frau Lisa Paus, soll erklärt haben, dass es um den ersten Schritt zum Ende des Ehegattensplittings gehe, was von dem von Herrn Lindner geführten Bundesfinanzministerium dementiert wurde. Glücklicherweise wehrt sich Herr Lindner aber auch gegen die Forderung von Frau Paus. Frau Paus,
die genauso wie Herr Dr. Habeck von Ideologie getrieben ist und wirtschaftlichen Verstand vermissen lässt, hat für den Antragssturm zur Kindergrundsicherung ab 2025 mal kurzerhand 5000 neue Stellen eingefordert. Sie will aus der Kindergrundsicherung eine Bringschuld des Staates machen und diese Bringschuld sollen durch die neuen 5000 Stellen erfüllt werden. Dass das alles Geld kostet und einer das Geld auch verdienen muss, in einer Wirtschaft, in der wegen dem Scheitern der Ampelregierung schlechte Rahmenbedingungen herrschen, weiß sie vermutlich nicht. Es beweist aber auch wieder, dass die Regierung gerne Bürokratieabbau mit Bürokratieaufbau verwechselt. Herr Lindner will die Steuerpflichtigen in 2024 wegen der kalten Progression entlasten. Das lehnen die SPD und Grüne wieder ab, weil natürlich auch die Steuerpflichtigen mit höheren Einkommen diese Entlastung erhalten, was SPD und Grüne wieder nicht recht ist. Dabei handelt es sich bei der Erhöhung des Grundfreibetrages nur um einen Inflationsausgleich. Es ist gar keine echte Entlastung, sondern nur eine Wiederherstellung der realen Steuerbelastung. Ohne Anpassung haben wir verdeckte Steuererhöhungen. Ich vermute, dass hier wieder Ideologie einen wirtschaftlichen Verstand verdrängt, wenn er denn überhaupt vorhanden ist. Herr Lindner hat dazu zutreffend gesagt, dass Fairness nicht nur Geringverdiener verdienen, sondern auch Fach- und Führungskräfte und auch der Mittelstand. Es muss endlich aufhören, die Menschen mit höheren Einkommen, die den Staat und die ganzen Ausgaben finanzieren, wie Lastenesel zu behandeln und diesen Tag für Tag mehr aufzuladen. Kommen wir zurück auf die Abschaffung der Steuerklasse 3. Gute Nachrichten kommen in dieser Diskussion aus Bayern. Herr Füracker und sein bayerisches Staatsministerium der Finanzen haben in einer Pressemeldung jetzt klargestellt: ein klares Nein zur ideologiegetriebenen Bevormundung für Ehepaare. Bayern wird sich vehement für die Beibehaltung des Steuerklassenmodells einsetzen. Nach Habecks Heizungsgesetz, der Ohrfeige durch das Bundesverfassungsgericht, dem gequälten Wachstumschancengesetz, steht uns also das nächste Chaos der noch Bundesregierung in verschiedenen Bereichen bevor. Für die Wirtschaft sind diese Diskussionen und die Konzeptlosigkeit wieder nur Gift. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.